euch hier Interessenten wieder zum Thema Feinstaub nochmal begrüßen zu können. Ist ja ein Thema, das immer wieder und immer mehr Wichtigkeit jetzt auch erfährt. Wir haben jetzt gerade schon vom Projekt Havadava gehört, was die im Bereich der Feinstaubmessung machen. Jetzt ein Open-Source-Projekt, Open Knowledge Foundation, Code for Munich, beziehungsweise eigentlich Code for Stuttgart, wie ich gerade erfahren habe. Matt wird euch auf alle Fälle jetzt das erzählen dazu, was ihr in dem Bereich macht. Ja, ich freue mich. Mehr zum Thema Gesundheit und was man im Bereich Open Source dafür machen kann, zu hören. Matt, vielen genau. Dank. Hi. Wer war noch nicht, wer hat noch nicht das Gerät gesehen beim Havadava Stand? Okay, also bei Stand 81 gibt es ein paar mehr Infos, kann man ein paar Dinge sehen. Wir haben so viele Interesse gehabt, ich habe mich gefragt, ob überhaupt hier jemand das noch nicht gesehen hat, aber das ist dann doch gut. Genau, ich leite seit ein paar Jahren Code für München. Das ist eine Truppe von Leuten, die versuchen, die Stadt zu verbessern durch Programmieren, durch Daten analysieren, durch Aktivismus, dass mehr Daten offen gemacht wird in der Stadt. Und es gibt eine Reihe von Code4s oder OK Labs in Deutschland. Das ist ein Projekt von Open Knowledge Foundation Deutschland. Genau. Basiert auf Code for America. Und es gibt auch ein OK Lab Stuttgart. Das ist so unser Motto. Und wir machen so jeden Monat ein Treffen. Momentan eher mit dem Fokus, dass jemand kommt und gibt einen Vortrag. Leute informieren, auf welche Projekte die gerade machen. Und man kann da mitmachen. Ist auch gewünscht. Wir machen jedes Jahr mindestens eine Hackathon für Open Data Day. Und arbeiten auch sehr eng mit der Stadt München zusammen. Da ist die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Obwohl die Stadt München natürlich eine riesige Ding ist, aber wir haben sehr guten Kontakt zur Stadt. Vor ein paar Jahren kam das Bereich Citizen Science dazu in den Labs. Also es war zuerst sehr viel programmiert, sehr viel mit Internetseiten. Und dann kam langsam Hardware dazu. Und im Zuge dessen haben viele in verschiedenen Labs, aber vor allem in Stuttgart, daran gearbeitet, ein zuverlässiger Feinstaub-Sensor-Kit zu bauen. Weil Stuttgart hat ein riesiges Feinstaubproblem. Ist der Begriff Feinstaub allen bekannt? Ja, ich glaube inzwischen schon. Das ist immer wieder in den Medien, wie unsere Luft verschmutzt wird von verschiedenen Quellen. Hier geht es ums Feinstaub. Es gibt auch ganz andere Probleme wie Stickstoffoxid. Das ist ein großes Problem in München. Aber in Stuttgart, wegen der Lage vor allem, ist Feinstaub ein großes Problem. Feinstaub sind kleine Partikel, die kommen von Autos, die kommen von Kaminofen, die kommen aus natürlichen Quellen auch. Und es ist Staub, sehr, sehr kleiner Staub. Und je kleiner es ist, desto gefährlicher. Man hat bewiesen, dass das kommt in den Organen, das kommt im Blut, über die Lungen. Die neuesten Erkenntnisse sind, dass es auch im Gehirn kommt. Man vermutet, dass es was mit Alzheimer und Diabetes zu tun hat. Es ist richtig schlimm. Und man hat deswegen auch Grenzwerte gesetzt. In Deutschland, auch von der WHO, die sind grob ähnlich. Man kann sagen, dass die Werte am besten für die PM10, für die größere Partikel, unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter bleiben soll. Und für die Kleine ist die Werte noch weniger. In Stuttgart werden diese Werte regelmäßig überstiegen. Und es gibt dann sogenannten Feinstaubalarm, hängt meist mit dem Wetter zu tun. Und dann fragt man die Bürger, die Leute, dass die bitte mit dem Öffentlichen fahren sollen. In München ist es auch ein Problem, aber nicht so ausgeprägt. Wir haben ab und zu mal Grenzwerte, Überschreitungen, aber in der Regel nicht mehr als diese 35 pro Jahr. Das war Auslöser eigentlich Nummer eins, dass es problematisch ist. Die eigentliche Nummer zwei ist, dass sehr wenig Daten verfügbar sind. Man weiß nicht, wie schlimm das Problem wirklich ist. In München, wir haben drei offizielle Messstellen, die sind in Blau. Eine in Stockhaus, eine in der Nähe von der Hochschule München, Lotzstraße, und eine bei Landshuter Lee.
Und der hier bei Landshut Allee, das ist, wo man die schlimmsten Ergebnisse für alles sieht, kann man auch verstehen, warum. Und es gibt dann auch zwei andere, die sind aber viel weiter draußen, in Johanneskirchen und Allach. In Stuttgart ist es noch schlimmer. Da wird eigentlich in Stuttgart selber wirklich nur einmal gemessen, auch an einer sehr befahrenen Straße. Es gibt ein paar auch grob in der Nähe, aber weiter draußen. Also das OK Lab Stuttgart hat beschlossen, die wollen mehr messen. Der Ansatz ist, ein Gerät zu entwickeln, das Software dazu zu entwickeln, das möglichst leicht zu machen, auf dem Hardware zu bringen und dann einen Server dazu, dass alle Daten zusammenkommen, dass man eine Karte hat, dass man sieht ganz weit und breit, wie schlimm das Problem ist oder vielleicht wie gut das Problem ist, wie kein Problem ist, weil es ist nicht überall ein Problem. Die verteilen die Baupläne und das Software frei verfügbar, Open Source, und stellen dann auch die Daten zur Verfügung, APIs, man kann mit den Daten machen, was man will, Open Data. Und dazu kommt, dass man mit all diesen Dingen, natürlich steht alles im Internet, kann man alles selber machen, aber wir machen auch Workshops und versuchen das Ding ein bisschen zu verbreiten, das auch in München, dass wir Workshops machen, ohne dass jemand von Stuttgart kommen muss und die Hand halten muss. So sah das Gerät aus am Anfang. Sein sehr, sehr früheren Prototyp. Vor allem interessant oder wichtig ist der eigentliche Feinstaubsensor. Der war nicht besonders gut. Inzwischen haben sie ein viel besseres gefunden. Kann man heute eigentlich bei Sensebox sehen. Die haben eine. Das ist der hier. Also das ist der Kern. Dazu kommt ein kleines Arduino-Modul mit eingebautes NodeMCU heißt das, mit eingebauten WLAN. Und ein Gehäuse aus Röhrchen, die man im Baumarkt kaufen kann. Also man kann eigentlich relativ leicht alles zusammen kaufen von verschiedenen Quellen. In den Workshops helfen wir ein bisschen mit der Bestellung. Und ja, mit kleinen Kabeln stöpselt man das zusammen und dann ist man hardware-seitig eigentlich fertig. Das Kompliziertere fast ist das Software, aber auch das geht relativ leicht. Man muss nicht programmieren, man muss nicht das Quellcode anschauen, man nimmt einfach eine fertige Kopie von was auf diesem Gerät sitzt, das Firmware sozusagen, und man flasht das drauf mit ein paar Befehlen auf dem Computer und dann ist er bereit. Man konfiguriert das einmal über WLAN, also das Gerät ist erstmal ein kleines Access Point, gibt die Details rein von Ihrem Access Point, und ein paar andere Dinge, wo man die Daten hinschicken will, ob man auch die für eigene Zwecke verwenden möchte. Man hat so eine ID, man meldet diese ID einmal an den Leuten in Stuttgart und dann kommen die Daten an bei denen auf diese Karte. Die Karte kann man normalerweise sehen unter luftdaten.info. Der Link kommt noch. Zurzeit, die letzten paar Tagen, ist der Site kaputt. Das ist sehr ungünstig für mich und für andere Leute, die das Projekt vorstellen. Aber normalerweise geht das. So sieht ein Workshop bei uns aus, in München, bei OKLab. Das kommt bestimmt wieder. Genau. Der da vorne ist Frank, der reist weit und breit und lässt Leute das Projekt kennenlernen. Und dann, wie gesagt, sollte es eigentlich ein Selbstläufer sein. Also jetzt in München versuchen wir das jetzt selber zu treiben. Wir haben einen Termin mit Frank gehabt, wo wir das Projekt erklärt haben. Leute haben bestellt. Und dann so ungefähr 6 Wochen, 2 Monate später waren die Teile da. Manche kommen auch aus China, die Teile. Es dauert ein bisschen. Und dann haben wir zusammengebaut. Und jetzt gibt es mehr Punkte auf der Karte von München. Dazu einen kleinen Fernsehbeitrag. Das Ding ist immer wieder in den Medien. Das ist ein Workshop in Stuttgart. Das ist ein ziemlich neuer Beitrag von BR. Bei den Bürgern schon. Eine richtige Bewegung ist in Gang gekommen. In Workshops bauen sie mit Hilfe von Experten ihre eigenen Sensoren. Mehr als 500 Geräte bundesweit speisen schon ihre Feinstaubdaten ins Netz. Und täglich kommen neue dazu. In Bamberg zum Beispiel. Denis Hébert war die einzige offizielle Messstelle der Stadt zu wenig. Er misst jetzt selbst und kann die Feinstaubwerte vor seinem Balkon in Echtzeit ablesen.
Ich sehe schlechte Werte, ich entscheide, ich lasse das Auto in die Garage und fahre mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind so sofortige Aktionen, die dadurch entstehen können, wo jeder Bürger auch mit handeln kann. Und das ist auch... Genau, ich lasse es da. Man kann den Beitrag im Internet suchen, BR quer Feinstaub. Für ihn war der eine Messstation in Bamberg zu wenig und er hat dann beschlossen, selber zu messen. Genau, so sieht die Karte aus. Ah nee, Entschuldigung. Weg. Dringend nötig. Dicke Luft befördert Krebs, Herzinfarkte und Diabetes. Okay, so sieht die Karte aus, wenn der Luft besonders schlecht ist. Solche Farben hatten sie zum Silvesterzeit, natürlich mit dem ganzen Feuerwerk. Da haben sie, glaube ich, eigentlich den Farbskala ändern müssen. Ja. Ganz oft sieht es nicht so schlimm aus. Deutschlandweit sieht es dann so aus. Und es kommen immer wieder neue Punkte dazu, auch in andere Länder. Es gibt dazu ein Slack, kann man quasi Mitglied werden, wenn man wirklich tief mitarbeiten möchte, vielleicht das verbreiten in seinem Umfeld oder wissen, welche Sensoren da im Spiel sind oder ein anderer Sensor ausprobieren. Das ist ein sehr offenes Community. Wie gesagt, wir machen Workshops. Wenn man bei einem Workshop in München teilnehmen möchte, das Allereinfachste auf dem Laufenden zu bleiben, ist auf meetup.com zu gehen, auf Code for Munich, München. Und wir machen, wie gesagt, regelmäßige Treffen auch über andere Dinge, aber wir werden in der Zukunft jetzt versuchen, öfters Workshops dazu anzubieten, wo die Teile auch verfügbar sind. Heute kann man mehr Infos bei dem Harvard Davistan, das ist Nummer 81, holen. Und ich habe die Information gekriegt, vor allem, weil die Workshop hier gestern ausgefallen ist, dass in Ulm haben sie haufenweise Teile zurzeit. Also wenn man eine Stunde mit der ICE fahren möchte nach Ulm, gibt es ein Verschwörhaus, das ist so ein Haus für Hacken, für das offene Bauen von Sachen und Software, kann man sich da einen Bausatz zusammenbauen. Das war es eigentlich von mir. Ich nehme gerne Fragen. Ja, vielen Dank erstmal soweit, Matt. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich hätte vielleicht sogar zuerst selber eine. Ich habe vorher schon gehört, zum Thema Genauigkeit, warum diese riesen, ich sag mal, alten Messanlagen so fürchterlich teuer und so kompliziert sind, liegt zumindest teilweise daran, dass die so besonders genau sein müssen, wollen, ja. Sollen. Kannst du vielleicht dazu was sagen, ja. Inwiefern man ein bisschen vielleicht auf leichte Genauigkeit verzichten kann und dafür stärker eben auf mehr Messwerte setzen kann? Ja, das ist zum Teil die Antwort. Die Antwort ist auch, in den Messstationen werden natürlich verschiedene Dinge gemessen. Also man kann nicht sagen, das Ding hier kostet 35 Euro. Das hätte ich auch erwähnt. Die Teile kosten ungefähr 30, 35 Euro. Man kann das nicht vergleichen mit 150.000 Euro für so ein Haus, weil dieses Haus misst auch Stickstoffoxid, Ozone und andere schlimme Sachen. Dazu kommt, dass es eine andere Art von Messung ist. Es ist Gravitational Messung. Das hier ist eine optische Messung. Und dazu kommt, dass es regelmäßig kalibriert und gepflegt wird. Und das Ding ist einfach super, super genau. Da sind Standards. Das kann man alles dazu sagen. Das Gute mit Feinstaub ist, dass man das optisch messen kann. Also man zählt Partikel. So genau wie so ein Haus wird es nicht sein. Aber eine aufwendige Kalibrierung ist nicht nötig. Also der zählt einfach weiter. Und die haben in Stuttgart verglichen in einem Labor. Und die Werte für PM2.5, die kleinere Partikel, waren vor allem sehr gut. Und der Tendenz sieht immer ähnlich aus. Ich bin auch, wie der Karim im letzten Vortrag gesagt hat, in Harvard-Dave involviert. Da haben wir eine Karte, das habe ich auch am Anfang gezeigt, wo die Luftdaten.info-Werte da sind und die städtische Werte. Ist schon zu spät. Zu weit. Jetzt, die gelben Punkte sind Luftdaten.info-Punkte, die sind mit diesem Bausatz. Und wenn man das anschaut und vergleicht, da kann man auf den Punkten klicken, die Werte sind schon ähnlich. Eine offizielles Beweis oder Genehmigung oder sowas gibt es noch nicht für das Projekt.
Aber der Ansatz ist natürlich schon, dass mit ganz vielen Punkten kommt man nah dran und sieht man schnell, ob einer komplett der Ausläufer ist und wo irgendwas schiefgelaufen ist. Gut, okay. Weitere Fragen noch aus dem Publikum? Wie viel Strom braucht so ein Gerät oder ist es eine Batterie betrieben? Noch was für die Frage, ob man es mitnehmen kann? Nee, die Frage ist, wie ist die Energieversorgung? Batterie betrieben? Was braucht man für Strom? Das ist mit 5 Volt USB-Strom. Also es braucht nicht viel, so 0,5 Watt Adapter. Irgend so ein Mobile Power Pack wäre auch möglich, aber das ist schon für einen statischen, punktuellen Einsatz gedacht. Die haben, glaube ich, ausgerechnet, wie viel Strom das kostet im Jahr. Auch ein bisschen mit der WLAN. Also WLAN sollte dauernd an sein, natürlich. Das ist irgendwie 2 Euro im Jahr oder so. Das sind Betriebskosten. Wunderbar. Sonst noch Fragen hier aus dem Publikum? Nein, dann wenn später noch Fragen kommen, dann natürlich jederzeit, wie gesagt, am Havadava-Stand auch vorne. Genau. Ich freue mich über das Interesse und in einer Viertelstunde geht's hier dann mit dem nächsten Vortrag weiter. Vielen Dank, Matt. Danke.